Im Fokus stand am 15. Spieltag ein Spieler, der in dieser Saison bislang noch nicht wirklich zum Zug gekommen war. Torhüter Niklas Treutle feierte gegen die Straubing Tigers sein Heimdebüt. Die erste brenzlige Szene der Partie erlebte allerdings auch Treutle nur als Zuschauer. In Spielminute 6 wurde Charlie Cook von Carson Jermin in die Bande gefahren, blieb benommen auf dem Eis liegen und musste von Teamarzt Dr. Jan Schilling in die Kabine gebracht werden. Dem Schiedsrichterduo Pichacek und Krawinkel blieb keine andere Wahl. Spieldauer für Jermin, 5-minütiges Powerplay Hamburg. Von diesem ging allerdings keinerlei Gefahr aus, sodass nun doch Treutle in den Mittelpunkt rückte. Der 20-Jährige hielt seinem Team mit starken Paraden den Rücken frei und ermöglichte so die erlösende Führung, rund 10 Minuten vor Spielende. Im Mitteldrittel erkämpfte sich Thomas Oppenheimer den Puck, spielte Doppelpass mit Jerome Flake und vollendete zum 1:0 ins lange Eck. Von einer verdienten Führung zu sprechen, wäre sicher übertrieben. Doch da Niklas Treutle wenig später auch die letzte Chance der Gäste zunichte machte, durften sich die 7000 Zuschauer in der O2 World Hamburg über einen Arbeitssieg, eine perfekte Punktausbeute an diesem Wochenende und den Sprung auf Tabellenplatz 2 der deutschen Eishockey-Liga ausgiebig freuen.